Die Narbe. Wir kennen unterschiedliche Formen von Narben. Wir kennen oberflächliche Narben, wir kennen tiefe Narben, wir kennen Narbengewebe zwischen den Geweben, zwischen den viszeralen Geweben, also den Organen, den myofaszialen Geweben, den neurologischen Gewebe. Narben können grundsätzlich überall dort auftreten, wo es eine Verletzung oder einen inflammatorischen Prozess gab. Inflammatorisch beschreibt einfach eine Entzündung. Und auch chronische Entzündungen können natürlich zu vernarbtem Gewebe führen. Die meisten Patienten oder die meisten Menschen, die ich behandle, haben Narben. Und ich habe das auch schon angekündigt, jede Narbe hat so ihre eigene Geschichte. Ihre eigene Geschichte, wie sie entstanden ist, manchmal auch warum sie entstanden ist. Es gibt ja unterschiedliche Gründe. Es gibt ja nicht nur Narben, die man bekommen hat aufgrund einer Verletzung, die von extern kam. Es gibt auch vollkommen andere Narben, zum Beispiel Narben, die innerhalb des Körpers entstehen. Wir denken zum Beispiel dabei an die Endometriose bei der Frau, wo als sie sich Uterusgewebe löst, sich irgendwo anders im Körper absetzt, den Zyklus mitgeht und der Körper versucht, das dort allerdings zu bekämpfen. Es bildet sich eine Entzündung, sehr schmerzhaft auch für die Patientinnen. Und es entsteht Narbengewebe. Narben, und das bestätigen viele Patienten auch in der Praxis, können ganz verrückte Dinge tun. Und es spielt nicht mal eine Rolle, wie alt sie sind. Du kannst eine Narbe haben, die ist 5 Jahre alt, 10, 20, 30, 40 Jahre, man sagt im viszeralen Gewebe, bis zu 40 Jahre, dass eine Narbe sich in das Gesamtindividuum wieder eingefügt hat und keine Beschwerden mehr macht. Das ist eine verdammt lange Zeit. Man stellt auch immer wieder, es gibt sehr, sehr große Narben bei Patienten, die wenig Beschwerden machen. Manchmal findet man ganz, ganz kleine Narben, die unglaubliche Beschwerden machen. Therapeutisch, logisch, eine frische Narbe, eine frische OP-Narbe zum Beispiel, jeder kennt die Narbenbehandlungen, der eine oder andere wird sie vielleicht auch schon bekommen haben, ist notwendig, sobald es geht, um einfach Zugmechanismen lokal vor Ort und wenn es auch noch in der Nähe eines Gelenks ist, zu verhindern, denn dort können sich Distorsionen im myofaszialen Gewebe bilden, die sich auf das Gelenk übertragen und die dann in Kettenmodellen bis in größere Halswirbelsäulengelenke, Schultergelenke, Hüftgelenke aufsteigen können. Wenn man eine klassische Hüftnarbe nach einer Hüft-OP, nach einer TEP, ja, so eine Narbe sehr groß ist und genau in den richtigen Strukturen eingeschnitten wurde, wo der Patient vorher schon Dysfunktionen hatte, kompensiert hat, dann ist es möglich, dass diese Narbe, obwohl die OP selbst perfekt abgelaufen ist, die Narbe ein Problem werden kann. Was sehr viel eindrucksvoller ist, wo wir aber keine evidenten Nachweise therapeutisch anführen können, sondern nur das, was uns Patienten im Nachhinein erzählen, sind Narben, die eigentlich gar nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Patienten kommen mit einem Beschwerdebild in die Praxis, man macht eine Befundung, man hört sich alles an. Klassisches Beispiel, die Blinddarmnarbe, weil mir der Wurmfortsatz als Kind entfernt worden ist. Das ist das klassische Beispiel. Diese OP wird eigentlich überhaupt nicht mehr als dramatisch betrachtet. Es ging auch danach alles gut, man hat keine Beschwerden mehr gehabt. Und plötzlich hat so ein Patient Leistenproblematiken, inguinalen Ausstrahlungsschmerz, vielleicht auch bis in die Genitalien, bis runter ins Knie. Man macht seinen Befund, man stürzt sich auf die Dinge, was eindeutig ist, was ein Patient sagt, was man findet. Wir gucken uns die Lendenwirbelsäule an, wir gucken uns das Becken an, wir gucken uns natürlich die Organe an, als die Osteopathie schlechthin ja bekannt dafür ist. Wir finden wenig, aber der Behandlungserfolg bleibt aus. Und ich kann es aus meinem eigenen Erfahrungsbereich sagen, dass ich Patienten behandelt habe, ja, wo man die Blinddarmnarbe zum Beispiel kaum mehr noch gesehen hat. Und dann behandelst du diese Struktur und der Patient erfährt eine Linderung. Was passiert da? Warum ist es möglich, dass eine uralte Narbe, klein wie sie ist, unscheinbar wie sie ist, dennoch Beschwerden machen kann?
Das kann unterschiedliche Gründe haben. Ich habe es gerade schon mal angeführt. Es lässt sich auch nicht ganz beweisen. Es ist viel, viel Vermutung aus therapeutischer Sicht. Das muss man fairerweise natürlich dazu sagen. Wer bei mir zur Behandlung war, weiß, dass ich alles auf die Neurologie reduziere. Das bedeutet, dass für mich Begriffe wie Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen für mich keine Begriffe sind, die mir sagen, was für eine Art von Schmerz wir haben, sondern die mir lediglich sagen, wo der Schmerz lokalisiert ist. Ja? Wo der Schmerz lokalisiert ist. Das heißt noch nicht, dass ein Patient da überhaupt die Ursache des Schmerzes hat. Und wenn ich von Gelenkschmerzen spreche und wir reduzieren es weiter, dann kann das Konstrukt Gelenk mit Knochen, Bändern, Muskeln und Sehnenapparat im Grunde gar nicht schmerzen, wenn die Neurologie ausgeschalten wäre. Diese fasrigen Nervenanteile, die nicht dehnbar sind, Nozizeptoren, die abgehen, wie sie sich von einem Baum, die Krone von einem Baum vorstellen müssen, diese Strukturen, afferent produzierende Nervenanteile innerhalb der Hauptnerven geben den Schmerz wieder. Wie anders lässt sich sonst Phantomschmerz erklären, wenn der Patient zum Beispiel keinen Fuß mehr hat, aber dennoch seinen Fuß immer noch spürt, auch schmerzhaft spürt. Ja? Da gibt es nichts mehr, was es zu spüren gibt, aber die Neurologie hat den Schmerz abgespeichert. Und wenn wir über psychosomatischen Schmerzen oder psychosomatische Schmerzen sprechen, dann soll das keineswegs abwegig klingen. Das ist im Gegenteil sogar ein sehr ernstes Problem, wenn Patienten Schmerzen verspüren, wo eigentlich keine sein sollten. Ein Beispiel vom Knie lässt sich das ja gut aufführen. Ein Knie, wenn es schmerzt, hast du meistens aus orthopädischer Sicht, also rein orthopädischer Sicht, eine Abnutzungserscheinung im Knie. Die wird auch festgestellt. Es zeichnen sich vielleicht auch inflammatorische Prozesse ab, zum Beispiel Entzündungen. Und dann ist die Sache sonnenklar, das Gelenk macht den Schmerz. Die Praxis, auch die Erfahrung am Patienten sieht komplett anders aus. Ja? Wir haben Knie, die natürlich schmerzhaft sind. Patienten, die ihr Knie gar nicht bewegen können, in Schonhaltung kommen. Da gibt es einige Tests, die man machen kann, wo man wirklich relativ sicher sagen kann, hat das Gelenk lokal ein Problem? Zum Beispiel ist die Gelenkskapsel entzündet, dass sich die inflammatorischen Prozesse über das Retipatelli auf die Neurologie ausgebreitet haben? Ja, dann ist das lokal ein Problem. Gibt es eine Fraktur? Gibt es irgendwo eine, zum Beispiel einen Meniskus, der kompressorisch auf Neurologie im Knie wirkt? Ja, das tut auch weh. Und dann kann es sein, dass man da therapeutisch manchmal gar nicht viel machen kann. Eine Arthroskopie ist angezeigt oder was auch immer. Keine Frage. Das sind aber die wenigsten Patienten, die ich in meiner Praxis habe. Die meisten Patienten, die zu mir kommen mit Kniebeschwerden, den kann ich, Schulter das Gleiche, den kann ich innerhalb von 5 Minuten sagen, jawohl, die Schulter kriege ich hin, das wird besser. Oder das ist tatsächlich ein Problem, wo wir mit Osteopathie nichts erreichen werden. Warum ist das so? Wenn ein Knie schmerzt und es ist in allen Richtungen frei beweglich, ich kriege eine volle Beugung hin, ich kann die Streckung überbeanspruchen, der Patient hat keine Schmerzen, aber hat diesen Belastungsschmerz und selbst kann er das Bein auch nicht anbeugen, muss es ja einen Grund dafür geben, warum das wehtut. Und dann reden wir hier nicht von Gelenkschmerzen, sondern wir reden von neurologischen Strukturen, von Nerven auf gut Deutsch, die sich durch das komplette Gewebe hindurchziehen, wie Stromkabel durch ein Mauerwerk. Und wenn die in dem richtigen Winkel gestresst werden, weil eine Muskelspannung hinzukommt, was durch andere Nervenanteile motorisch innerviert wird und dann auf die sensorischen Fasanteile drückt, oder es kommt ein Winkel, ein Belastungsdruck hinzu, dann schmerzt es auf einmal. Aber das ist der perfekte Ansatz für eine osteopathische Behandlung. Man macht also diese Nervenverläufe frei. Und wenn man es ganz genau machen will, dann macht man den ganzen Nervenverlauf bis ins Segment der Wirbelsäule frei. Der berühmte Spruch, das kommt vom Rücken, ist theoretisch gar nicht so falsch, aber er ist doch sehr, sehr schwach ausgedrückt. Es gibt eigentlich damit keine Aussage, woher der Schmerz eigentlich kommt. Aber tatsächlich, jeder Nerv, der aus der Wirbelsäule, aus einem Segment von einem Hauptnerv abgeht, bis in die kleinsten, feinsten sensorischen Faseranteile, ist natürlich, aber hat seinen Ursprung im Rückenmark, völlig klar. Ja?
Dann verfolgt man das zurück und zum Schluss beeinflusst man den Parasympathikus im Kopf. Wohlgemerkt, der Parasympathikus macht keine Schmerzen. Aber es ist bezeichnend, dass der Patient, wenn er in einem parasympathischen Zustand sich befindet, zum Beispiel wenn er schläft, ganz einfach, gewebliche Prozesse einem Regenerationsprozess unterliegen. Das ist ganz einfach so. Das ist tatsächlich wissenschaftlich auch, geht man da konform. So. Das ist das eine. Also wir reden wieder von Neurologie und wir reden von Narben. Ich bin etwas abgeschweift. Warum tut also eine Narbe weh? Zum Beispiel beim Wetterumschwung. Die Narbe selbst. Wenn ich sage, es gibt keinen Gelenkschmerz, dann tut auch die Narbe an sich als Struktur nicht weh, sondern die Neurologie, was durch dieses Narbengewebe zieht, tut weh. Und das hat ganz viel zu tun mit Drücken, auch Blutdruck hängt hier mit zusammen. Das hängt ganz stark damit zusammen, wie ist die Gewebsaufschwemmung, wie ist die Dehydration von Gewebe. Denn das wirkt sich alles auch auf eine Narbe aus. Und im Zuge dessen verändert eine Narbe ihr Zuggewebe. Das ist genauso einfach erklärt. Wir haben einen schlanken Menschen, der bekommt eine Blinddarm-OP. Dieser Mensch wird im Laufe von 20 Jahren relativ dick. Natürlich wird es diese Narbe auf Spannung bringen. Und ich finde immer wieder Patienten mit Symptomen, mit Kettenmodellen schmerzhafter Natur auf einer Seite, wo sie eine Narbe hatten. Sehr interessant. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, was Narben uns psychisch zufügen können, für Empfindungsstörungen uns übermitteln können. Ich selbst habe eine ganz kleine Narbe am Oberarm, die mir Kälte empfinden, an meinem Oberarm suggeriert, obwohl es mir nicht kalt ist. Ich empfinde es nur so. Und deshalb gehen wir auch davon aus osteopathischer Sicht, das lässt sich natürlich hier wieder kaum wissenschaftlich nachweisen, wir nennen es einfach so, dass es auch Verletzungen und Narben in der Psyche geben kann. Jeder Patient weiß, wie ich das meine, nur muss man es natürlich klar ausdrücken, es ist natürlich klar, dass die Psyche keine physikalische Narbe davontragen kann. Das wäre was anderes, wir hätten eine Verletzung im Gehirn mit Narbengewebe, das verändert natürlich auch die Psyche, auch solche Patienten hatte ich schon da. Dass das Ganze vegetativ und beeinflusst. Wir reden hier von Thalamus, wir reden von Hirnventrikeln, wir reden von Hormonausscheidungen, die das komplette Wesen eines Menschen verändern können. Und natürlich, wenn dort physikalische Narben sind, wird sich der Mensch auch verändern. Aber reden wir mal von posttraumatischen Belastungsstörungen, von schweren Einschnitten im Leben, von Verlusten. Das sind Dinge, die auch Narben in unserer Psyche hinterlassen. Und diese Narben bleiben konstant vorhanden. Wir speichern die in unserem Unterbewusstsein ab, genauso wie Gewebe sich bestimmte Reize merken kann. Wir reden hier von neurologischem Gedächtnis. Und in den richtigen Triggermomenten können diese Narben sich auch lösen. Wir haben das ganz oft in der Behandlung, und das wurde auch in der Osteopathie schon mehrfach beschrieben, mit einem Emotional Release. Die Patienten fangen also während der Behandlung an zu weinen. Es löst sich was innerlich. Weinen selbst ist ein parasympathischer Vorgang. Nervus lacrimalis innerviert die Tränendrüsen mit parasympathischen Faseranteilen. Hat ein Patient eine psychische Narbe davon gewonnen, eine psychische Verletzung, ein psychisches Trauma, dann wird diese Verletzung kann ihn über Jahrzehnte in seinem Denken, in seinem Handeln und in seinen Emotionen beeinflussen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und darauf können sich natürlich auch somatische Schmerzen aufbauen. Und das in Gänze zu sehen, ist die wahre Kunst von osteopathischer Behandlung. Also es kann eine Narbe, eine einfache Blinddarmnarbe, eine Hysterektomienarbe, Uteruswurzel entfernen, kann psychisch Traumata auslösen. Und diese Narbe kann Emotionen triggern über das neurologische Gewebe. Das ist der Bereich, auch sehr komprimiert dargestellt, wie wir das aus osteopathischer Sicht sehen und wie wir versuchen, das zu behandeln. Wir versuchen das natürlich erstmal geweblich frei zu behandeln, wir versuchen das über Mobilisationen frei zu behandeln und ganz zum Schluss versuchen wir natürlich das Ganze auch vegetativ abzuspeichern.
indem wir wirklich mit Druck und Zug versuchen, die Lage des Thalamus zu verändern, zu verbessern, die Homöostase zu verbessern, dass der Ist-Zustand nach einer osteopathischen Behandlung hier oben abgespeichert wird und dieser Patient das mit nach Hause nimmt. Denn wir verändern nichts an unserem Patienten. Wir werden nichts mit Ego wegbehandeln bei einem Patienten. Deshalb bin ich ein, ja, Patienten wissen es, ich bin ein erklärter Gegner von sehr aggressiven Behandlungsmethoden. Die haben meiner Meinung nach ihre Berechtigung im sportlichen Bereich und bei fitten Patienten, ja. Aber ich kann Patienten, wenn ich eine ordentliche Analyse natürlich gemacht habe, die emotionale Einschnitte hatten und passend zu ihren Beschwerden sind, Nierengegenden, kleines Becken gegen Rückenschmerzen, die keiner Verletzung oder keiner somatischen Struktur bedingen, denen kann ich nicht wehtun in der Behandlung. Wenn wir eine Narbe davontragen, psychisch wie physisch, und diese Narbe, obwohl sie Geschichte ist, immer ein Teil unserer Gegenwart sein wird. Und wir müssen lernen und auch verstehen, mit alten Verletzungen, die Narben hinterlassen, physisch wie psychisch, umzugehen. Denn nur so können sie komplett ausheilen und uns keine Beschwerden mehr machen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr weiterhin meinen Rat sucht und uns wieder in der Praxis und auf den Fortbildungskursen 2021 wiedersehen. Bis dahin verbleibe ich, euer Ronny Quaas.